Ein prominenter Abgeordneter, der eine Frau in einem Lift in die Ecke drängt, ein anderer, der eine Frau stalkt oder sich vor einer Assistentin entblößt. Die Enthüllungen an die Anonymen aus dem Europäischen Parlament dringen, reihen sich nahtlos in all jene Erfahrungen, die Frauen weltweit vor kurzem publik gemacht haben. Über 100 sind es, die sich jetzt melden. Sie haben die Vorfälle aber nie angezeigt, aus Angst. Er hat über meine Haare gestrichen, meinen Hals und dann den Rücken hinunter. Ich war wie versteinert. Wir sind mit dem Rücken zur Wand gesessen. Er hat einfach seine Hand auf meinen Hintern gelegt. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun soll. Im Aufzug, in einer Nische, in der Bar, bei angeblichen Besprechungen. Ein Abgeordneter masturbiert sogar vor seiner Mitarbeiterin. Das alles erzählen Frauen dem Journalisten Bojan Banczewski von der Sunday Times. Ja, erstens muss ich bestehen, diese Situation war uns allen irgendwie bekannt. Also natürlich, ich wusste nie von dem Ausmaß dieses Phänomens, dieses Problems, aber Journalisten und andere, die in Brüssel mit dem Europäischen Parlament insbesondere zu tun haben, haben immer diese, ich weiß nicht, wie das zu nennen ist, diese Atmosphäre halt bemerkt. Betroffen sind Neueinsteigerinnen in den prominenten Hallen des Europaparlaments, aufstrebende Politikerinnen und Assistentinnen. Von manchen sei sogar Sex für einen Arbeitsvertrag gefordert worden. Die wenigsten Frauen trauen sich aber, es anzuzeigen. Ich hatte Angst, meinen Job zu verlieren, mich bloßzustellen und meine Karriere zu zerstören. Alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sind sehr stolz, für das Europäische Parlament zu arbeiten. Und es ist ganz schwierig, so einen Job zu bekommen überhaupt. Es ist ganz natürlich, es ist auch ganz schwierig, dann diese ganze Karriere, die noch am Anfang steht, in Frage zu stellen mit so einer Anzeige. Und dann natürlich ist die Frage, wem glaubt man dann doch? Mehr als 100 betroffene Frauen haben sich bisher auch beim Nachrichtenportal Politico gemeldet. Und jetzt befassen sich auch die Abgeordneten damit. Morgen soll es eine Debatte im Europaparlament geben. Ich habe sehr wohl in unserer Gruppe auch eine Kollegin, das heißt eine jüngere Assistentin, die davon erzählt hat, dass ihr das passiert ist. Also das ist etwas, womit wir als Frauen, und seien wir uns ganz ehrlich, immer konfrontiert sind. Ich vermute, das wird in vielen anderen Institutionen auch sein, aber das enthebt uns nicht von der Verpflichtung, dass wir aktiv sein müssen und dass wir Vorreiter sein müssen. Die rechtlichen Instrumentarien, wenn Sie so wollen, haben wir bereits im Europaparlament. Wir müssen sie stärken. Einige Fraktionen fordern eine externe Untersuchung aller bisher bekannten Fälle. Viele hoffen aber, dass die öffentliche Diskussion die Kultur des Wegschauens verändert.